So. Okay. Wie cool ist das denn? Okay, wie viele Seiten kann man schreiben? Geil. 36, glaube ich. Okay. Wir werden jetzt versuchen, jedes Mal so ein bisschen was reinzuschreiben. Nicht zu lange, vielleicht so ein bisschen. Finde ich eigentlich eine geile Idee. Dankeschön, lieber Retter, dass du uns das gegeben hast. Das Buch werden wir hier verstauen. Nicht, dass wir es jemals verlieren sollten. War es natürlich eigentlich sehr wertvoll dann. Und ja, damit haben wir angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal versucht, so mal eine Seite geschrieben. Aber ich glaube, so hier in Minecraft das zu probieren, ist nochmal was ganz Neues, was ich noch nicht probiert habe. So, nochmal Hammelfleisch. Schauen wir mal. So, was macht das Wetter? Was macht die Laune? Sieht alles gut aus. Wunderbar. Was macht unsere Rüstung? Sieht auch noch gut aus. Tja, was können wir jetzt tun? Da hinten haben wir so ein bisschen angefangen. Hier könnten wir eigentlich mal Erde hinpacken. So, und na, hör mal. So. Und dann könnten wir hier, ich hätte schon Lust, hier das Feld auch noch ein bisschen weiterzuführen, um da außerdem Karotten und Kartoffeln anzubauen. Das scheint ja hier ganz fruchtbares Land zu sein. Und deswegen, finde ich es gar keine schlechte Idee, glaube ich. Das heißt, wir müssten das hier eigentlich nur erweitern. Und schauen, was sich hier drunter befindet. Können wir eigentlich auch einfach Erde hinklatschen. Wo haben wir? Da haben wir. So. Nein, hier nicht. Wunderbar. Das können wir auch gleich mal wegmachen, dass das hier ordentlich aussieht. So, haben wir denn genügend? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen erstmal frisches Geländer. Ohne Geländer ist nichts los. So, wo haben wir denn? Erde lassen wir erstmal drin. Hier haben wir unser Holz, wunderbar. Und dann machen wir uns frische Geländer. So, wie war das nochmal? War das so rum für ein Tor? Na ja, klar, ich mache es immer andersrum erstmal. So, das kommt hier hin. So, so, so. Jawohl. 30, das wird vermutlich nicht reichen. Dann machen wir hier noch schön Stickies draus. So. Und so. 45. Reicht das? Das probieren wir jetzt einfach mal aus, auf die Gefahr hin, wieder mal zu wenig gemacht zu haben. Aber so ist das halt. So. Was höre ich hier für Geräusche? Hier könnten wir eigentlich auch mal irgendwie so einen Überhang oder sowas machen. Ich mag eigentlich nicht, dass mir gleich so direkt was auf den Latz knallt. Nein, nicht hier. So, ist doch ganz nett. Dann machen wir da nämlich noch eine Fackel oben drauf. Wieso geht das nicht? Geht halt nicht. Egal. So, auf jeden Fall haben wir ein schönes Dach. Können wir auch, wenn es regnet, rausgehen und gucken. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal unsere
unser Feld weiter. Und zwar, um wie viel machen wir das denn weiter? Möhren und Kartoffeln brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ganz so viele. Also besonders Kartoffeln nicht. Aber ich würde mal sagen, vielleicht so viel weiter. So. Ja, kann man machen. Ist cool. Vielleicht aber auch noch eine Reihe weiter oder ein paar. So ein bisschen Platz haben wir ja noch. Nein, hier. Cooles Zaun abbauen in der Landschaft. Grünes Gras. Berge in der Umgebung. Eine Wüste. Aha. Wow, ich bin ein super Rapper. Die deutsche Kartoffel kann einfach nicht rappen. So. Ja, und Gronkh kann auch nicht rappen. Obwohl er keine deutsche Kartoffel ist, sondern eine russische Kartoffel. Halb russisch, halb deutsche Mischkartoffel. So. Dann machen wir das so. Hier müssen wir ein Loch graben. Hä? Habe ich hier nicht Erde reingemacht? Was soll das? Machen wir nochmal Erde rein. Einfach nur, damit es optisch ein bisschen schöner aussieht. Da haben wir Erde reingemacht. Da nicht. So. Wunderbar. Nichts gesehen, ist egal. Man, das ist nach Gefühl. So, dann haben wir das hier dicht gemacht. Da auch. Zack, zack. Brauchen wir da auch noch? Ja. Gut. Dann brauchen wir Wasser. Kann man eigentlich so drüber springen? Sehr cool. Dann könnten wir doch eigentlich auch gleich... Haben wir nicht noch... Ja, haben wir... Also Treppen wäre natürlich noch geiler, aber... So geht es natürlich auch. Nee, ich wollte eigentlich so anmachen. So, was wollte ich machen? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas wollte ich machen. So langsam werde ich auch müde. Ah, ich wollte Eimer holen mit Wasser. Genau, hier. Ah, wunderbar, wir haben sogar noch zwei Wasser. Wir brauchen natürlich noch mehr. So, jetzt hätte ich natürlich hier meinen Teich ganz gut gebrauchen können. Macht aber nichts. So, wo haben wir noch Wasser? Da hinten haben wir Wasser. Irgendwo, hier, dort. So, einmal, zweimal und dreimal. Ach, ein Blümchen haben wir im Inventar, wie schön. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen, wenn wir das noch geschafft hätten, bevor es dunkel geworden wäre. Wo sind wir? Hier. Andiamo. Fast. Ich befürchte, oh, ist die Taste. Ich befürchte, wir brauchen noch einen Eimer Wasser. Ja. Ja, komm, den holen wir schnell noch. So. Wunderbar. Und damit neigt sich auch unsere Episode dem Ende zu. Episode 17. Passt alles? Ja. Gut. Dann, jawohl, Steinspitzhacke, Harke her. Dann machen wir das doch hier noch schnell. Komm schon, schneller. Ich will das noch fertig kriegen. Ach, ansonsten schlafen wir einfach nochmal kurz. Dann wird es halt die letzte nochmal eine... Minute oder so länger, ist auch egal. Aber das will ich jetzt einfach nochmal schnell fertig bekommen.
Dann haben wir auch echt viel geleistet, muss ich mal sagen. Richtig, richtig gut waren wir. So, ab ins Bettchen. Geht noch nicht. Gut, dann können wir uns noch ein paar Slabs machen. Die wollte ich nämlich noch haben, um da draußen noch die Tür fertig zu machen. So, das können wir mal stacken. Das packen wir dann da rein. Zack. So, nochmal kurz hier Slabs an den Start. So, jetzt wird es auch schon richtig dunkel. Haben wir noch genug? Genau, ja, passt. Okay, dann können wir hier rein. Wunderbar. Haben wir das auch einigermaßen fußgängertauglich gemacht. So, und wir schlafen eine Runde. Eine gute Nacht. Und einen wunderschönen guten Morgen. Und weiter geht's. Und wir können auch gleich die Kartoffeln und die Karotten mitnehmen. Wo sind die denn? Hier. Wunderbar. Und los geht's. Hoffentlich hält die noch so lange. Komm schon. War ja klar. Okay. Immer wenn man es eilig hat, dann ist man, wird man bestraft ein bisschen. So. Dann machen wir uns noch schnell eine Harke. Wie das so schön heißt. Im Gartenwesen. Essen wir noch ein Kartoffelchen. So. Das klingt echt matschig, muss ich mal sagen. Ja, dann machen wir doch auf die rechte Seite Karotten. Haben wir denn da genug? Eigentlich könnten wir hier als Trenner irgendwas machen, ne? Was könnte man denn da machen? So einen Busch vielleicht oder sowas. Wobei, da würde wahrscheinlich Gefahr laufen, selbst einmal abgebaut zu werden. Bei einer Ernteaktion... okay, Kartoffeln. Möhren reichen nicht ganz, dann machen wir hier Kartoffeln hin. Und ich würde sagen, dann machen wir hier gleich dazwischen entweder noch Geländer oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Was kann man denn da machen? Holz? Stein? Ja, notfalls einfach Zaun, ne? Okay. Kartoffeln reichen noch nicht ganz. Die Möhren hier, die können wir nehmen und die packen wir da oben hin. Wunderbar. Und hier... Nö, ganz einfach. Ja klar, dann machen wir Slabs hin. So, hätte ich mir auch gleich ein paar mehr Slabs machen können. Wie viel brauchen wir denn? Ich weiß es nicht. 36 reicht auf jeden Fall. So, dann machen wir hier nämlich Slabs hin. Das ist dann sozusagen die... Ja. Nö. Die Ebene, auf der gearbeitet wird und die dann auch so ein bisschen den Acker trennt, finde ich eigentlich ganz schön. So. Wunderbar. So. Ja, dann hätten wir das auch geschafft. Herrlich. Vielleicht können wir noch ein letztes Mal unsere Kühe füttern. Haben wir Weizen dabei? Nein, aber das holen wir kurz. Das ist ja nicht weit weg. Und dann sind wir eigentlich richtig gut aufgestellt. Haben noch ordentlich was geschafft in dieser Folge. So, liebe Kühe. Ja, ihr seid ja schön groß geworden, ne? Du bist aber schön groß geworden, Kuh. Und du erst Kuh. So. Ja, wunderbar. Das wird doch, das wird, das wird. Das wird. Könnte man hier auch irgendwann nochmal ein bisschen größer machen. Hat man da vielleicht auch fast, ja, egal. Damals hatten wir noch nicht so viel Zeug. So, das sieht auch lustig aus. Irgendwie fast so ein bisschen wie ein Mineneingang. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir auch für diese Episode durch.
Hier können wir noch ein bisschen Erde reinmachen. So. Wunderbar. Wir waren da hinten in den wunderschönen Tempel, haben tolle Sachen gefunden, Diamanten und wahnsinnig viel Eisen abgebaut. Ordentliche Monsterfights am Start gehabt. Und wir haben hier unser Feld einmal ordentlich bestellt. Ist sogar noch erweitert um Karotte und um Kartoffel. Also echt cool. Außerdem haben wir unsere Kühe gefüttert. Es läuft also. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, und damit herzlich willkommen zum Endscreen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich extraordinär über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert gerne den Kanal, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ja, beim nächsten Mal sind wir wahrscheinlich dann schon so weit, dass wir entweder eine Höhlentour machen, um Redstone zu suchen, um den hoffentlich auch zu finden, oder wir machen eine kleine Expeditionstour in die anderen, also ein bisschen Expeditionstour machen, wo wir hier überhaupt sind, was hier so außerhalb unseres Gebietes am Start ist. Ja, und dann geht es dann auch schon mal in einer größeren Expedition Richtung Dorf, hoffentlich dann mit einem funktionierenden Kompass. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.